Okay, alles cool, es funktioniert. Und wenn man sich das hier mal anschaut, guckt euch mal hier, wie das hier so aussieht. Hier. Hier drüben. Dann schaut mal zu uns hier rüber. Wupp, wie hier alles einfach blüht und strahlt. Na, das ist schon ein Unterschied. Was ist jetzt eigentlich ein Level aufgestiegen, die Stadt? Nö, überhaupt nicht. Level 6, 15, 9, 18, 13 und 13. Level 18 ist die Hauptstadt. Da müssen wir auf jeden Fall diese Stadt hier ein bisschen vorantreiben in Belgrad. Die haben natürlich ein bisschen Problem gehabt. Ich glaube, hier mache ich jetzt einfach mal diesen Wohlstand weg. Die macht es gar nicht so, solange ich nichts Neues anklicke. Okay, dann mach ich mal ein Gerichtsgebäude. Nächste Runde. Vielleicht ist auch eine Option, während des goldenen Zeitalters den Wohlstand in jeder Stadt auszurufen. Hier habe ich etwas, das nützlich sein könnte. Die großen Ideen der Menschheit festgehalten. Nicht nur jedes religiöse Symbol, sondern jeder menschliche Gedanke hat seine Seite in diesem gewaltigen Buch. Zufriedenheit plus 10, Kultur plus 3, große Händlerpunkte 1. Naturwunder gefunden, herzlichen Glückwunsch, die Entdeckung des Krakatauer hat die Zufriedenheit im Reich erhöht. Ertrag, wenn bewirtschaftet, ist 5 Erfahrungen. Da haben wir wieder einen Sydney gefunden, Dankeschön. 15, hulalalalala. Produktion wählen in Rom. A Bibliothek. Jetzt gehen wir wieder hier drauf. Auf Belgrad. Schauen wir, was da wieder gebaut werden kann. Wir haben ja wieder 800. Und da bauen wir da einfach direkt mal eine Bank und bekommen wieder mehr Geld. So, nächste Runde. Mal schauen, was jetzt so kommt. Und mit der Sozialpolitik, das ist auch so gemacht, okay. Und jetzt kriegt man eine neue Politik, weil wir so viel Sozialist-Spaß haben. Zufriedenheit durch jedes Luxusgut. Und jetzt, fapp, sind wir auf 21. Tada, schließen. Und jetzt geht es wieder von vorne los. Das heißt, davon brauchen wir auch eine ganze Menge. Alles klar, das merke ich mir. Um schnell neue bla irgendwas zu machen, Politik halt, ne? Nicht mein Fall. Nächste Runde. Es ist die Pflicht einer Zeitung, Nachrichten zu drucken und Lärm zu schlagen. Ja, guck die Bild an, dann weißt du, was sie damit machen. Ermöglicht den Bau von Theatern, die mehr Zufriedenheit im Reich sorgen und goldene Zeitalter wahrscheinlicher machen. Toll. So, Forschung wählen. Wir wählen jetzt das Wirtschaftswesen. Klingt gut fürs Geld. Auf jeden Fall. Und wir produzieren in Belgrad mal ein neues Projekt. Und das wird sein ein Aquädukt und ein Kolosseum. Haben wir gleich zwei Gebäude wieder gekauft. Nächste Runde. Jetzt sind wir mittlerweile schon auf 23 Zufriedenheit. Man sieht hier, die Zufriedenheit ist jetzt auf 6. Ah nee, das ist... Ach so. Naturwunder gefunden. Mehr Zufriedenheit im Reich. Was haben wir denn gefunden? Dem Felsen von Gibraltar. So, was haben wir hier? Wir errichten hier aber mal eine Burg. In Andergast. Hier sieht man jetzt schon mal eins. Hier sieht man voll geile Pyramiden an dem Stonehenge. Warum nicht? Warum nicht? Und noch ungefähr 100 Jahre. Ihr seid Stockholm begegnet. Ihr seid noch was begegnet. Sydney, Sidon. Ach nee, Sidon. So, hier haben wir noch für 6 Runden das Kolosseum. Nächste Runde tut die Zufriedenheit im Reich ein bisschen steigern.
Wirtschaftswesen brauchen noch 6 Runden jetzt. Wir kriegen gleich wieder ordentlich Kohle. So will man das doch sehen. Achso, ich kann schon wieder. Das ist, so ein Piepton wäre cool oder so. Ja, aber so Ping oder so. Ich würde sagen, wir spielen gepflegt bis Runde 300 ungefähr. Und dann werde ich auch die Aufnahmepause einläuten. Denn wie gesagt, ich habe noch ein bisschen was zu tun. Es ist mittlerweile 0 Uhr. Ach, ich glaube, wir können gar nicht bis Folge 300 spielen. Ein unbekannter Spieler, der hat das Mittelalterreich. Ich glaube, müssen wir innerhalb der nächsten Runden sogar gleich beenden, weil ich muss das ja noch rendern und ich muss eigentlich gegen eins ins Bett. Das schaffe ich niemals. Nächste Runde. So, gucken wir mal, was wir wieder bauen können in Belgrad. Wir können bauen den Kornspeicher, wir können bauen die Werkstatt, die beschleunigt die Produktion gleich noch mit. Und dann Produktion wählen. Ach, hier können wir gleich eine Produktion wählen. Komm, wir machen Timer Hall hier drin, ne? Nächste Runde. Dann kriegen wir nämlich gleich ein goldenes Zeitalter. Das dauert 50 Runden jetzt. Natürlich nicht ganz, weil wir zwischendrin irgendwas kaufen werden, was die Rundenanzahl verringert. Belgrad wird auch im Level aufsteigen, das heißt, die 50 Runden sind gar nicht richtig. Da wird es gerade angefangen zu bauen. Ja, das ist schön, interessiert mich aber echt ein Schokoladenmist, was du da drüben für Probleme hast. Denn du bist am anderen Ende der Welt. Also bist du für mich sozusagen uninteressant. Ich wünsche dir noch einen wundervollen Tag. Die größte Erfindung des menschlichen Geistes, die Zinseszinsen, ermöglicht den Bau von Windmühlen in Städten auf flachem Land und die Produktion, was die Produktion steigert. Produktion wählen in Andergast. Staatliche Hochschulen. Produktion wählen in Rom. Der Big Ben. Forschung wählen. Wissenschaftstheorie, come on. Warum denn nicht? Quebec und Griechenland sind jetzt Verbündete. So, mal wieder in Belgrad vorbeischnicken. Da warte ich mal lieber, dass die Windmühle ab und baue hier eine Windmühle drin. 10% mehr Geschwindigkeit, das sind immerhin 5 Runden, die wir da sparen. Das ist schon mal einiges. Ja, Quebec hat da oben ein paar Probleme, interessiert mich aber wirklich absolut gar nicht. Ach, das ist mein Schiff. Erkunden, warum denn nicht? Nächste Runde. Tja, das war's dann mit dem Schiff. Ich gehe mal bei Belgrad drauf und kaufe mir jetzt die Windmühle. Und auf in die nächste Runde. 1038 Runden, also da geht schon einiges voran jetzt. Und theoretisch müsste es meiner Meinung nach nach statt Upgrade, also auf Level 9 nochmal kürzer gehen. Die wohlgenährtesten Völker der Welt. Elisabeth liegt da gut vorne mit oder keine Ahnung.
Und zwei Spieler haben wir noch nicht gefunden. Nächste Runde. Aber auch auf die werden wir bestimmt bald stoßen. Das wird nicht mehr lange dauern. Wenn ein sterbliches Wesen je die Stimme Gottes hören würde, dann in einem Garten beim Wehen des Abendwindes. Kultur plus 1, Nahrung plus 10, große Künstlerpunkte 1. Der Karton wird in Chichen Itza festgelegt. Die Übereinkunft der Itza wird dort stattfinden. Der Quetzal wird kommen, der grüne Vogel wird kommen, Arkantanal wird kommen. Es ist das Wort Gottes. Die Itza werden kommen. Dauer von goldenen Zeit 51% verlängert. Gleich zwei Weltwunder in einer Runde fertiggestellt. Not bad. Dann machen wir jetzt, kommen wir mal weiter. Die Kreml, dann hier, die Sixtinische Kapelle, ich mache jetzt irgendein Weltwunder hier rein. Warum nicht? Ich habe gerade das Geld dazu. Natürlich. Arigato, wünsche noch einen schönen Tag. Belgrad. Kaufen wir wieder was Feines, und zwar diesmal eine. Oh. Die Dinge sehen immer besser aus, wenn wir uns an sie erinnern. Und es ist dieser unzugängliche Turm der Vergangenheit, aus dem die Sehnsucht sich herauslehnt und uns ruft. Die großen Wissenschaftler scheinen ein großer Wissenschaftler scheint in der Nähe Stadt ein, in der das Wunder errichtet wurde. Forschungsabkommen generieren 50% weniger Wissenschaft. Okay, es ist toll. Ich mache hier ein Theater hin. Das baue ich aber bestimmt nicht hier, das baue ich dann eher da. Tada! Und Belgrad kriegt jetzt trotzdem noch einen Moment. Sein Theater. So, Produktion wählen. Windmühle. Nächste Runde. Neue Forschungsabkommen, okay. Interessiert mich nicht. Interessiert mich auch nicht. Nächste Runde. Wir haben 33 Zufriedenheit für die Leute, die sind so süß. Wir haben 175 Gold, also der läuft jetzt ordentlich was ab. Ihr seht schon, wir werden mal langsam ziemlich groß. Wir sind noch nicht so gut wie in der letzten Runde, aber da haben wir auch noch ungefähr 50 Runden Zeit, 50 Jahre Zeit dazu. Achso, nächste Runde. Also noch einiges. Und nächste Runde. Das ist schön, Griechenland. Freut mich für dich. Jedem großen wissenschaftlichen Fortschritt geht eine neue, tollkühne Idee voraus. Zeigt Kohle eine bedeutende Industrieressource, ermöglicht außerdem den Bau von öffentlichen Schulen, die die Stelle der Wissenschaft erhöht. Forschung wählen, Chemie, nächste Runde und go go. Und da ist einiges an Kohle gerade zu sehen hier, guckt mal hier. Nicht schlecht, was hier so rumliegt. Belgrad holt langsam ziemlich auf hier mit Antizium verglichen. Und wir kaufen hier nochmal was Schönes. Und zwar kaufen wir jetzt den Seehafen hier. Und wir kaufen...
Wir kaufen... Ich bin überlegt... Na komm, wir kaufen einen Siedler. Ich will unbedingt... Ich weiß, ich habe was gesagt. Aber ich will unbedingt auf die neuen... auf die neue, in die neuen Gegenden. Und das würde auch einen ziemlich taktischen Vorteil ergeben. Hier ist Edinburgh. 1, 2, 3, 4. Ich möchte am liebsten hier irgendwo eine Stadt aufbauen. Wir sind zu viele Städte, das wird nicht klappen.